Ja, man würde es wirklich nicht vermuten, dass man sich da neu in Wien befindet. Auf dem Schild ist sicher mal was sehr Informatives gestanden. Über diese wirklich schon sehr ruiniert. Jetzt circa 3 Stunden. Das ist in Ordnung. Hallo und Grüße aus Wien, Radau. Ich bin Flatterbär und heute nehme ich euch auf eine kleine Kurztour mit. Nämlich eigentlich fast einen Spaziergang von Radau auf die Wiener Hütte und den Eichkogel und dann wieder retour. Schauen wir mal, wie wir uns dann den Weg so bahnen. Ne? Und da nehme ich euch einfach mit, weil mir bald nämlich nichts mehr ein. Ja, warum Radau ist klar. Sind wir noch in Wien und haben Straßenbahnanschluss. Ich bin zwar kein Wiener, ist aber sicher für die Mehrzahl der Zuseher, die bei mir eventuell sich eine Tour aussuchen, interessant. Ja, wenn man von Radau aus zur Wiener Hütte will, dann gibt es noch mehrere Möglichkeiten des Zustiegs. Die eine ist ein bisschen länger und führt wirklich direkt zum Wiesingbach und geht dann bei Kalksburg vorbei. Und die andere geht durch Radau eher zentraler durch, hat ein bisschen mehr Verkehr, dafür ist der Asphaltanteil aber weniger. Und geht hinterm Zugberg vorbei, direkt auf die Wiener Hütte hinauf. Und den nehmen heute wir. Und das heißt auch, dass wir dort, wo die Straßenbahnschienen aufhören, da bei der Ampel und schon links halten. In Radau bewegen wir uns noch auf dieses markante Kirchl zu. Da werden wir dann noch vorbeikommen. Also jetzt sind wir bei der Ketzergasse und zeigen einen Abzweiger in Richtung Bergkirche. Und Stadtwanderweg 6. Und das machen wir, um dem Verkehr zu entkommen. Also wir sind dem Verkehr entkommen und lauschen ihn ein gegen Baulärm. Das ist natürlich sehr viel besser. Ja, bei diesen abweisenden Mauern kann man dann nach rechts hinein und kommt hoffentlich von dem Baulärm schneller weg. Hinter der Bergkirche ist ein kleiner Park. Da ist gleich einiges ruhiger. Wiener Hütte. Der Vorteil von diesem Weg ist nämlich, man kommt da wirklich recht raus schon mal in den Wald hinein und der Verkehrslärm wird ein bisschen ferner. Sehr schöner Weg da. Der ist super, ja. So was macht halt den Reiz der Stadt Wien aus. Ne? Wir sind immer noch in Wien, wir sind jetzt, sind glaube ich 100 Meter von dem Bergkirchl weg und plötzlich wehnt man sich in einem ganz dichten naturnahen Wald und das ist nicht mehr ein bisschen ein Rauschen vom Verkehr und von der hektischen Betriebsamkeit der Stadt zu hören und sonst nichts mehr. Ja, wenn es in einer Stadt so ausschaut, dann ist auch ein bisschen Platz zum Spielen für die Kinder. Die haben sich da schon mächtig ausgetobt. Den Wegweiserstätte mit Zielangerwand angeschrieben und der Stadtwanderweg 6. Unseres ist der Stadtwanderweg. Ja, jetzt da vorne bei der Mauer kommt man mit dem lange uns begleitenden Forstweg zusammen und von nun an geht es auf diesem weiter. Bei den wenigen Abzweigungen, die es jetzt gibt, ist immer eindeutig eine blau-weiße Markierung vorhanden. Wir bleiben eigentlich immer auf diesem Forstweg da. Man muss also nicht unbedingt auf der Forststraße wandern, ist aber sehr bequem. Ganz eine angenehme Neigung. Und da oben sieht man, wie das Steigen verlaufen würde. Es ist natürlich deutlich gatschiger heute. Ja, das ist die gefühlt 100. Forststraßeneinstellung. Nur die Besonderheit an dieser ist, da vorne schaut es so aus und das liegt daran, dass auf diesem Buckel die Hauptlast des Anstiegs eigentlich schon wieder vorbei ist. Können wir uns dann schon mal seelisch darauf vorbereiten, auf unseren Abstecher zum Eichkogel. Aufmerksam zugeschaut hat mit Grenzsteinen und so, dem ist irgendwie klar, wir sind da offensichtlich an der Wiener Stadtgrenze schon eine ganze Zeit. Das ist ein ganz schmaler Streifen, der sich da von Wien aus wie ein Fühler südwestlich eben nach Niederösterreich hineinstreckt und den begehen wir da jetzt im Endeffekt
fast auf seinen einzigen Weg, den es da gibt. Da hat er auffällige Einmündung von rechts hinten. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat und zum Eichkugel will, dann sollte man schauen, dass man sich da vorne links hält. Ja, an diesem Punkt da mit dem weißen Pflock und der Bundesforste-Steinmarkierung, da kann man hinüberqueren und dann gelangen wir in die Nähe des südwestlichsten Gipfels von Wien. Also jetzt wundert, warum das da Eichkugel heißt, aber da hinter mir eine riesen Buche zu finden ist. Nein, nein, es gibt natürlich schon Eichen, nicht? Sieht man da überall ein bisschen. Ja, schön ist da. Ja, kaum zu glauben, dass man da inmitten von Wien noch sind. Naja, mitten ist jetzt natürlich leicht übertrieben, aber wir sind innerhalb der Grenzen des Wiener Stadtgebiets. Das ist da ein ehemaliges Steinbruchgebiet. Da hat man überall noch Felsabbrüche. Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist alles auch wirklich brüchig. Da drüben hinten versteckt wäre die Wiener Hütte für Leute, die die besuchen wollen. Das lassen wir heute möglicherweise aus, nachdem es ein Samstag und ein schöner Tag ist, wird sich dort in den Massen was abspielen. Und außerdem waren wir schon mal auf der Wiener Hütte. Vielleicht werden wir lieber den Eichkogel erkunden und da mal einfach rundum und umgehen. Wenn man auf den Eichkogel hinauf will, dann ist die leichteste Variante hier. Also nicht das, was ich vorher gesagt habe, sondern da bei dem kleinen Pfad hinauf. Weil da ist es nämlich nicht so steil, dass man wieder Probleme beim Anstieg bekommt. Das ist ein insgesamt angenehmer Anstieg. Und keine alpine Herausforderung. Ja, und von da her oben erschließt es einem jetzt auch, warum das Ding Eichkugel heißt, ne? Ja, wenig spektakulär ist da jetzt der Gipfel selber, weil das da ist er nämlich. Der höchste Punkt vom Eichkogel und damit der aller südwestlichste Gipfel von Wien. Offizielles Messungszeichen hier. Ja, man würde es wirklich nicht vermuten, dass man sich da noch in Wien befindet. Halten wir mal eine kleine Gipfelrundschau. Recht viel rund ist nicht. Man kann zwar rund filmen, aber man sieht nichts, weil eigentlich ist alles dicht bewaldet. Da hinter mir dieser Buckel. Das ist der Eichkogel und es stehen auch wirklich Eichen drauf, also es nicht gefällt. Aber es ist trotzdem ein nettes Kuriosum da und es ist recht einsam für das, dass wir jetzt auf einem Wochenende in Wien unterwegs sind. War nicht viel los. Nein, es ist aber noch früh am Nachmittag, ist sicher mehr. Ja, ich war das letzte Mal später am Tag unterwegs, wie ich die Videoantwort für den Wolkenfänger gedreht habe. Und da war auch nicht wirklich viel mehr los. Sonst hätte ich nicht so ungestört ein Video tragen können. Ein Wort der Warnung für alle, die da jetzt meinem Rat gefolgt sind, nach Süden vom Eichkogel abzusteigen. Diesen Weg nicht verfehlen. Die Häuser hinunter sich, ist die Abbruchkante schon auch an da. Und wenn man sich da ein bisschen verstiegen hat, dann ist das ganz raus schon mal mit einem Schritt gewesen. Gibt es mehrere Abstiege in Richtung Kaltenleut geben. Eine Möglichkeit ist da, die wird ziemlich steil. Eine zweite Möglichkeit ist da, nicht minder steil, vor allem ist am Anfang steiler als die. Und etwas sanfter einen weiteren Bogen hinunter. Na gut. Gemüt habe, geht ich runter, aber so nicht. Also generell, die Grenze ist immer mit so weißen Stangen markiert da. Man könnte auch da oben hingelangen. Dann geht es für uns da jetzt einfach geradeaus in den Wald hinunter. Und wir lassen die Wiener Hütte und ihren Massenbetrieb heute einmal rechts liegen. Das ist ein total nettes Steiglein da oben und da kommen wir dann auf diese Abzweigung. Da hat man in die eine Richtung Markierungen zur Wiener Hütte und nach links geht es hinunter in Richtung Kaltenleut. Das ist eine richtig stille Gegend da, als wenn man in so einen Einschnitt geht und ist aber ganz ein gemütlicher Abstieg jetzt. Ja, was da die Anmutung einer Gstätten hat, das ist vermutlich auch eine Gstätten. Da vorne
haben wir jetzt die Möglichkeit, auf die Straße hinauszukommen. Das macht man auch, oder? Ja, sonst müssen wir nämlich wieder bergauf. Das ist ja langweilig, das machen wir dann später. Dieser Wegweiser dürfte einigen bekannt vorkommen, die im Video vom Wienerwald Verbindungsweg sehen. Hm? Da kommt man nämlich vorbei. Wenn man dann nach Kaltenleutgeben hinunterkommt, da ragt wirklich wie ein Gebirge über einem auf. Und das ist der Teufelstein, wenn ich richtig informiert bin. Der Kammersteiner Hütte sagt es da, aber wir wollen nicht diesen Anstieg zur Kammersteiner Hütte wählen über den 444er, weil dort waren wir schon mal. Wir gehen jetzt ein kurzes Stück der Straße entlang. Ja, Waldschild von Wien, Hubverbot. Das Gebäude ist Waldmühle Rodan. Ne? Hat man damals ziemlich kritisiert, dass man das da hingebaut hat, ohne einen vernünftigen öffentlichen Anschluss. Da können maximal mit dem Bus fahren und sind natürlich von Leasing aus zum Beispiel weit vom Schuss zum nächsten Schnellbahnanschluss oder so. Auf jeden Fall, was ist entstanden? Eine Autowüste mit einer Monstrum-Tiefgarage und einem Gehsteig, der keiner mehr ist, weil, das siehst du eh nicht. Die Fußgänger werden umgeleitet, die dürfen nämlich da nicht gehen, weil da dürfen ja Autos parken. Ja, hinter mir Anstieg zum Steinbruchgelände, dort kann man natürlich hinauf, wollen wir aber nicht. Weil wir wollen ja da vorne auf diesen Rücken da hinauf, da ist die Ruine Kammerstein oben. Nach diesem Betriebsgelände, da queren wir jetzt die Bahngleise und bewegen uns wieder hinauf. Und da haben wir ein kleines Steiglein. Steiglein folgen wir nicht allzu lange, nämlich nur bevor wir diese Industrieruine da passieren, ist auf dem Baum ziemlich versteckt. KSD, RKSD sogar, und das heißt Ruine Kammerstein. Der Aufstieg ist schon ein bisschen steiler. Der wäre grundsätzlich auch markiert, nur leider unten bei der Abzweigung ganz schlecht. Folgt nicht ewig diesem Graben, sondern zeigt jetzt da auch einmal ein bisschen ab. Erstaunlich, wie schön ruhig es da sofort wieder wird, sobald man von dieser depperten Straße weg ist. Ne? Jetzt hat es noch einmal in den Graben zurückgekehrt, aber jetzt scheint das Steiglein da endgültig abzuzweigen. Ja, was zunächst sehr mühsam beginnt da. Das ist jetzt ein ganz hübsches Steigen geworden. Das ist da alsbald dem Rücken nähert. Und wenn man auf dem Rücken drauf ist, da oben ist eh schon zu erahnen, ist die Ruine. Ja, auf dem Schild ist sicher mal was sehr Informatives gestanden. Allerdings ist es nicht mehr zu lesen. Ja, da Mauerreste, auch weiter hinten. Das ist das Einzige, was von dieser einstmals stolzen Festung übrig geblieben ist. Der Riss da verhaust auch nichts Gutes. Kuckuck! Foto und Gegenfoto, gell? Ja, sich da auf diesen leicht erreichbaren Mauerrest zu begeben, das lohnt sich wegen der schönen Ausblicke. Ruine selber, naja, da ist halt nicht mehr sonderlich viel, die ist halt wirklich schon sehr ruiniert. Der Abstieg da ist zur Not. Auch mit dem Handy in der Hand noch machbar, wenn man es nicht übertreibt. Ja, wunderschönes Plätzchen für eine ganz kurze Rast, weil es auch eine Möglichkeit zum Sitzen bietet und ein bisschen eben ist. Und jetzt ist ja da gar nicht schlimm, der Kamm da ist erstaunlich sanft. Und wir erreichen dann einen kleinen Sattel in der Nähe vom Bierhäuselberg. So, ein Sattel ist erreicht und auf dem stehen jede Menge Wegweiser, die alle uns den Rücken zuwenden. Sommerhauerwiese, Heide, Berchtoldsdorf, Rodan.
ob wir da direkt absteigen wollen, einen Direktabstieg nach Berchtesgadener, oder ob wir da noch umgehen und über die Heide absteigen. Ich glaube, der Heideabstieg ist aber schöner. Also, Entscheidung, wir steigen über die Heide und Berchtesgadener Rodauen ab. Ja, wir folgen grün markierten, gut ausgetretenen Pfaden. Da in der Umgebung von Berchtesgadener ist natürlich alles wunderbar erschlossen. Ja, Licht ist es da, aber noch nicht aussichtsreich, das kommt noch. Schau, da hat uns der Wegweiser eine Wiese versprochen. Und tatsächlich ist da eine Wiese. Wer hätte es gedacht? He? Altes Bankerl auch noch. Da drüben. Das ist ja verwachsen. Das war eine hübsche Wiese. Ja, wer mag nicht in seiner Umgebung, in seiner direkten, vor der Haustür eigentlich fast so ein Platzl haben. He? So ein Platzl mit wunderschönen Bankerln und so einem Mülleimer, sodass man die Gegend nicht zumüllen muss. Ein paar Steine und Wurzeln am Weg, sodass man ein bisschen mehr aufpassen muss und schauen muss. Ja, der Abschnitt ist was richtig Cooles. Das ist eine schöne Belohnung für den Aufstieg, den man da machen hat müssen. Ja, schau! Das haben wir uns verdient, die Aussicht. He? Wir erreichen nämlich jetzt von oben die Berchtesgadener Heide. Und das ist jetzt nochmal das letzte Highlight da auf dem Weg. Wir sehen da tatsächlich einen Großteil von Wien. In der Zwischenzeit die Wand, die man im Vordergrund sieht, da ist der Zugberg bzw. die Mitzilanger Wand. Hinter dem Zugberg haben wir uns heute früh von Rodauen aus kommend aufgemacht. Mit einem Blick wie diesen, die jetzt schon langsam aber sicher sich füllende Heide. Ich meine, das ist jetzt doch ein Wochenende und ein wunderschöner Tag. Da lasst es gut rosten. Ja, am Friedhof kannst du auch rosten, das ist richtig. Man kann allerdings auch da auf den Steinen sitzen. Und das ist schon ganz nett, also das lasst man sich da gefallen. Geht halt bis jetzt circa 3 Stunden. Das ist in Ordnung. Auf diesen gut ausgetretenen Pfaden darf man natürlich ausnahmsweise einmal durch die Heide drüber. Allgemeinen sollte man die intakten Rasenflächen von der Heide natürlich nicht unbedingt betreten. Schutzgebiet nicht betreten. Wo man natürlich schon hintreten darf, ist da überall, wo die Rastplätze sind. Da ist auch ein Wasserreservoir. Da muss man hintreten und irgendwie die Heide wird gepflegt und offen gehalten, indem man sie aktiv beweiden lässt. Sonst wäre diese Landschaft hier nicht verfügbar mehr. Das machen da drüben diese Schafe für uns. Ja, sind tatsächlich schwarze Schafe dabei, sogar mehr als eines. Wir haben also inzwischen die Asphaltstraße, die durch die Heide durchführt, genommen. Das machen wir primär deswegen, weil wir nämlich da zu einer Abzweigung kommen, die wieder nach Rodauen zurückführt. Wir werden zwar nicht wirklich jetzt direkt nach Rodauen absteigen, das werden wir uns ersparen, das heißt, die Abmoderation ein bisschen früher machen und dann auf kürzesten Wege wieder nach Haus zurückkehren. Aber zumindest ist dann alles so dokumentiert, dass man auch wirklich hinfindet. Da schauen wir mal. Berchtesgadener Hochstraße, Rodauen, Straßenbahn, Autobus steht da drauf und in die andere Richtung steht Berchtesgadener Marktplatz. Aber in Richtung Rodauen ist der Abstieg. Ja? Wer da gerne möchte, findet auch informative Tafeln vor, die ein bisschen was von der Heide erklären. Erholungsgebiet Naturpark Föhrenberge steht da. Ist alles eine Empfehlung. Ja, hinter uns wälzen sich jetzt förmlich die Massen hinauf an diesem schönen Vormittag. Es ist inzwischen schon ein späterer Vormittag. Da haben es einige Leute, schaffen es zumindest noch bis zur Wiesn, bevor sie dann irgendwo was zum Essen wollen. Es wird dann vermutlich auf der Kammersteiner Hütte stattfinden. Wir steigen da jetzt ab und gehen da hinunter. Da werden noch die Nordic Walking Strecken angeschrieben. Da gibt es extra Videos von mir, wo man die sehen kann. Das heißt also, wir bewegen uns auf bekanntem Terrain. Und da geht es auch in Richtung Rodauen zurück, wenn man möchte. Ja, die Einbahn ist natürlich nur zum Fahren. Gehen darf man da sehr wohl.
Wer jetzt nachher dann zurückkehren will, da ist immer noch eine grüne Markierung zu sehen gewesen. Er erreicht da vorne einen neuralgischen Punkt, wo man nämlich nach links abzweigen sollte. Ja, und das ist da vorne leicht zu übersehen. Also nochmal Markierung grün und da oben ein kleines Pfeilchen in Rot ausgebildet. Und das meint, dass man nach Radaun jetzt da hinüber abbiegen sollte. Wer nach Radaun zurück möchte, der hält sich jetzt in diese Richtung da. Also das wäre eigentlich auch die günstigste Möglichkeit, die Straßen zu überqueren. Das war, glaube ich, eine wunderschöne Tour, oder hat es dir nicht gefallen? Sehr schön. Ja, also für Vormittags- und auch Nachmittagsunternehmungen in der Nähe von Wien, absolute Empfehlung. Also eher im Herbst, im Sommer ist nichts. Sommer ist definitiv zu heiß, also wirklich im Hochsommer würde ich das nicht machen. Eine herbstliche oder frühjährliche Unternehmung könnte man sich gut vorstellen, da ist die Heide sicher auch sehr schön. Ja, das war es jetzt von mir, von unserer Rundtour von Radaun über den Eichkogel und die Ruine Kammerstein zurück über die Berchtesgadener Heide nach Radaun. Ich bin Flat dabei und vielleicht sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Also dann schau mit mir in die Kamera. Hm? Ja, schau nicht so mies. Wetterstellste. Sehr gut. Nein, ich muss ja jetzt schon die ganze Zeit knechten, während du dich da vergnügen kannst. Weißt du, das habe ich alles auf Kamera, das kann ich da alles zum Beweis wieder vorspielen.